AIDS ist eine Krankheit, die in der Gesellschaft noch immer mit vielen Vorurteilen behaftet ist. Trotz einer Verbesserung in Therapie und der Behandlung von Betroffenen mit Medikamenten nimmt die gesellschaftliche Stigmatisierung nur schwer ab. Ein Grund für die Ausgrenzung von Menschen, die HIV-positiv getestet wurden, ist die mangelnde Aufklärung. Laut den Ergebnissen einer Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gibt es immer noch Bildungslücken im Umgang mit positiv getesteten Patienten. Von 1000 Befragten zu HIV und AIDS gab ein Drittel der Menschen Bedenken bei der Benutzung desselben Geschirrs und rund ein Viertel bei der Benutzung derselben Toilette an. Über diese Wege ist HIV nicht übertragbar. Risikofaktoren sind sexueller Kontakt durch Geschlechtsverkehr und der Drogenmissbrauch mit Spritzen. Ich denke, das meiste beruht auf eher irrationalen Ängsten. Und sozusagen nicht die sachliche, fachliche Auseinandersetzung mit der Thematik. Wenn es uns gelingt, das mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, dann können wir eben transportieren, dass HIV eigentlich heute zu einer weitgehend normalen chronischen Erkrankung zählt. Im Gegensatz zu den gesellschaftlichen Entwicklungen hat sich in den letzten Jahren jedoch einiges in der Behandlung von HIV getan. Bei frühzeitiger Diagnose und die Einstellung auf geeignete Medikamente ist es möglich, den Ausbruch der Krankheit zu verhindern und so den Betroffenen ein längeres Leben zu schenken. Für diesen und weitere Erfolge macht die Deutsche AIDS-Hilfe mit mehreren Thementagen, Wanderausstellungen und Aktionen wie beispielsweise dem Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember dauerhaft auf die Krankheit und die Therapiemöglichkeiten aufmerksam. Ja, und das ist nicht das Einzige, was die AIDS-Hilfe anbietet. Für Menschen mit psychischen und Suchterkrankungen bietet die AIDS-Hilfe Duisburg das ambulant betreute Wohnen an. Unser heutiger Studiogast ist die fachliche Leitung dieses Angebots. Herzlich willkommen, Marie Schelbert. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Vielen Dank. Ja, Frau Schelbert, Sie sind die fachliche Leitung von SELF Duisburg, dem Angebot des ambulant betreuten Wohnens. Können Sie einmal vielleicht erzählen, wie die Anfänge dieses Angebots aussahen und wie die Idee überhaupt entstanden ist? Die Idee ist entstanden, weil wir bei der AIDS-Hilfe gemerkt haben, dass sich die Bedarfe verändern. Es geht heute mehr darum, dass die Menschen mit einer HIV-Infektion und AIDS-Erkrankung länger leben, ein genauso langes Leben haben wie alle anderen auch. Und sich daraus aber Bedarfe ändern. Das heißt, dass eine Pflege eventuell eingerichtet werden muss oder die Menschen Begleitung bei ihrem Alltag brauchen. Und daraus ist die Idee entstanden, zu sagen, wir bieten das ambulant betreute Wohnen an mit dem Namen SELF Duisburg Kreis Wesel. Und das Projekt ist noch in den Kinderschuhen. Wir sind offiziell seit November letzten Jahres am Start und nehmen jetzt die ersten Klienten auf. Und wie sahen dann die Anfänge aus? Sie sind, wie gesagt, die fachliche Leitung. Was gehörte dazu, um das Projekt ins Leben zu rufen? Dazu gehörte erstmal eine Analyse des Bedarfs, also wie viele Klienten würden wir über die AIDS-Hilfe betreuen. Dann hat die Aktion Mensch mit der Starthilfeförderung uns ermöglicht, uns komplett auf das Projekt mit der Personalstelle zu konzentrieren, das Konzept zu schreiben und mit dem Landschaftsverband, das ist der Kostenträger des Angebotes, in Kontakt zu treten und die Leistungsvereinbarung abzuschließen. Und deswegen sind wir seit November jetzt am Start. Und das Projekt befindet sich, wie Sie gerade schon gesagt haben, noch in den Kinderschuhen. Kann man trotzdem sagen, wie die Resonanz bisher aussieht? Die Resonanz ist bis jetzt sehr positiv. Wir bekommen Anfragen entweder direkt von den Klienten oder auch von vermittelnden Stellen. Das können entweder eine Suchtberatung sein oder Stadtteil Sozialarbeit oder Ärzte, die sich an uns wenden. Die sagen, wir haben hier einen Patienten, der braucht Unterstützung im Alltag, könnt ihr Kontakt aufnehmen. Vor diesem Hintergrund, wie wichtig ist Ihrer Meinung nach dann eben dieses Angebot? Sehr wichtig. Also es geht darum, den Klienten zu unterstützen in seiner eigenen Wohnung, in seinem Sozialraum und eben zu vermeiden, dass er in eine stationäre Wohneinrichtung muss, obwohl er das eigentlich gar nicht möchte. Das heißt, wir ermöglichen ihm, selbstbestimmt zu leben. Das kann sein, dass wir ihn
zum Arzt begleiten, weil er vielleicht viele Ängste hat durch Vorerfahrungen oder Angst hat, wie er vielleicht mit seiner HIV-Infektion angenommen wird oder Schwierigkeiten hat, Anträge zu stellen oder vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht hat, bei Ämtern abgewiesen wurde, vielleicht auch, weil er den Antrag nicht alleine ausfüllen kann und dadurch eventuell auch in eine Situation kommt, dass er kein Einkommen mehr bezieht, dass er vielleicht sein Arbeitslosengeld nicht mehr bekommt oder seine Rente nicht und dann auf einmal kurz davor steht, seine Wohnung zu verlieren. Und mit einer frühzeitigen Hilfe können wir das verhindern, dass zum Beispiel schon vorher keine Kündigung ausgesprochen wird, keine Mietschulden entstehen. Wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, können wir auch dann noch reagieren und können mit dem Klienten zusammen das verhindern, dass er entweder wohnungslos wird oder in eine stationäre Wohnform ziehen muss oder wenn er, obwohl er das nicht möchte, obwohl er lieber in seiner eigenen Wohnung wohnen möchte. Ein breites Spektrum von Hilfen, das Sie auf jeden Fall anbieten. Wie muss man sich das denn dann genau vorstellen? Dann kommen Sie oder Ihr Mitarbeiter zu den Leuten nach Hause und fragen einfach nach, wie kann ich dir helfen? Also es findet in der Regel immer erstmal ein Infogespräch statt, wo geklärt wird, wo drückt der Schuh, wo hakt's, wo gibt es eventuell Bedarf, wo man sofort reagieren sollte. Und dann bekommt jeder Klient, jede Klientin einen Bezugsbetreuer. Das heißt, es ist immer eine feste Person, das sind Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, die den Alltag gestalten. Das heißt, es können einmal in der Woche, zweimal in der Woche Termine sein, wo der Klient entweder zu Hause besucht wird, aufgesucht wird. Es können aber auch Begleitungen sein zum Amt, zu Ärzten oder in Kliniken. Und wir besuchen auch im Krankenhaus, wenn er zum Beispiel stationär gerade versorgt wird. Und worauf sollte man dann achten, wenn man psychisch erkrankte Menschen im Alltag begleitet und unterstützt? Ja, mir ist wichtig, die Klienten ernst zu nehmen in ihrer Lage und ihnen nicht etwas aufzudrücken, was sie nicht möchten. Natürlich, wenn wir in eine Wohnung kommen, die vielleicht verwahrlost ist oder nicht so, der Haushalt nicht so geführt wird, wo wir denken, okay, da könnte man noch ein bisschen dran arbeiten, dass man nicht ihm aufdrückt, wie man zu leben hat, sondern mit ihm zusammen erarbeitet, wie lebst du gerade, wo möchtest du hin, möchtest du etwas verändern oder ist das für dich auch völlig in Ordnung so? Und dann sollte das auch für die Betreuung in dem Moment in Ordnung sein. Dass eben diese Selbstbestimmtheit dabei nicht verloren geht, dass man da, stelle ich mir schwierig vor, diese Balance irgendwie zu schaffen. Ja, eine Balance ist es immer. Natürlich die Menschen bringen auch ein Paket mit. Also es sind psychische Erkrankungen wie Depressionen oder eine Persönlichkeitsstörung oder eine Suchterkrankung von Alkohol bis zu illegalen Drogen. Jeder Mensch hat da eine Geschichte und da muss man sich in dem Moment drauf einlassen, dass zum Beispiel jemand, der Depressionen hat, gerade in einer sehr schweren depressiven Episode ist, zum Beispiel extrem antriebsgemindert ist, dass man dann nicht sagen kann, wir fahren jetzt aber zu dem Termin und das ist dann in dem Moment nicht möglich. Da muss man jedes Mal natürlich gucken und abwägen, wie geht es dem Klienten gerade? Braucht er vielleicht nicht das, was wir den Termin davor noch vereinbart haben oder braucht er jetzt in dem Moment was ganz anderes? Und da muss man sich dann drauf einstellen. Und Sie sagen, dass sich das Projekt von Seniorenheim unterscheidet. An welche Zielgruppe richtet sich denn das ambulant betreute Wohnen? Ja, wir sind erstmal ein pädagogisches Angebot. Wir sind keine Pflege. Wir sind auch nicht stationär. Das heißt, wir sind ein pädagogisches Angebot, was die Menschen begleitet. Wenn ein Klient oder eine Klientin erweiterten Bedarf hat, dass zum Beispiel ein Pflegedienst nach Hause kommt, weil er vielleicht Hilfe braucht bei der Medikamenteneinnahme oder weil es andere körperliche Erkrankungen gibt, die das notwendig machen, dann vermitteln wir an die Stellen. Aber wir sind erstmal nur in Anführungsstrichen die begleiten die pädagogische Arbeit. Frau Scheibert, ich bedanke mich, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank.